Ja, ich bin ja in Dortmund aufgewachsen, Jahrgang 70, und habe natürlich die Ästhetik des Hässlichen voll mitbekommen. Wir wünschen natürlich, dass Leute, die 18 sind, in so einen Film gehen, weil ich glaube, die können eine Menge davon mitbekommen, wie es noch war, die analoge Welt zu erleben und sich mal einfach so zu verabreden, ohne immer in irgendwelchen sozialen Medien, weil es war eine coole Zeit. 80er war eine verdammt coole Zeit. Willkommen in einer Zeit, in der wir Musik noch analog gestreamt haben. Als unsere Klamotten das erste Mal in waren, unsere Gruppenchats offline, als wir Likes noch persönlich gaben, und sich keiner um Kommentare scherte. Ja, im Ruhrgebiet ist es natürlich keine Schande, wenn man zu jemandem sagt, na, du altes Arschloch, oder wie geht's, du dumme Sau. Das ist dann herzlich schroff gemeint. Ja, ich weiß, da haben Leute aus anderen Regionen haben da Probleme mit, aber im Ruhrgebiet ist das durchaus herzlich gemeint. Wir, das waren Mücke, Spüli, Pommes und ich. Mitten im Pott, mitten in der Pubertät und ohne Internet. Das ist ja irgendwie schon eine Hommage, eine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet. Aber es ist halt trotzdem nicht nur spannend für Ruhrgebietler. Die Gegend hat was, hier strahlt einfach was aus. Und wenn wir das mit dem Film rüberkriegen, was ich glaube, dann ist es für jeden spannend, da reinzugehen. Also weil es einfach, glaube ich, Spaß macht, sich das anzuschauen. Diese Kostüme, diese Räume, ja, die Ausstattung. Wir natürlich auch und die tollen anderen Kollegen. Diesen November erlebe die Hoffnungen. Ich spiele jetzt meine Runde Strip-Poker. Habe ich dem 10 Minuten nackig für dich. Träume und Blamagen. Was ist denn hier los? An einem verrückten Ort zu zwei verrückten Zeiten. Dieser Film sticht durch seine Emotionalität auch. Also Matthias Kutschmann hat einfach auch das Gefühl transportiert. Es kommen auch ein paar richtig knallige Witze, aber er hat so viel Zuneigung zu den Figuren, Zuneigung zum Ruhrgebiet und zu dieser Zeit, dass man, wie ich finde, am Ende ganz beseelt ist. Und das ist generationenübergreifend und das ist auch regional übergreifend. Deshalb muss den Film eigentlich jeder sehen. Ich fand es super, also es hat echt Spaß gemacht, so zu gucken, reicht. Ein toller Film. Die Musik war toll und der ganze Film hat mir unheimlich gut viel Spaß gemacht. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit nur mit einem Grinsen im Gesicht da gesessen. Ja, es war sehr echt, fand ich. Und es kam sehr authentisch rüber. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das ist einfach schön, die Gegend hier und so. Ne? Verwildert, ja, fast. Das ist abenteuerlich irgendwie. Und deswegen sollen sich möglichst viele den Film auch anschauen. Ja.